Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video zeige ich euch wieder etwas zum Schulstart, und zwar diese Mini-Schultüten. Die sind aus DIN A4 Blättern gemacht, also ziemlich klein und natürlich keine großen Schultüten, wie man sie am ersten Schultag bekommt, sondern eher so eine kleine Überraschung, einfach so back to school, so vielleicht für die Mitschüler oder für die Geschwister einfach so eine nette Überraschung für den ersten Schultag. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht folgendes Material. Als erstes ein DIN A4 Blatt. Ich habe hier dieses gemusterte. Wenn ihr kein Musterpapier da habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt auch weißes benutzen und es selbst bemalen oder auch natürlich auch einfarbiges. Dann braucht ihr eine Schere, um es zuzuschneiden. Und ihr braucht entweder einen wirklich großen Zirkel oder ihr benutzt einen Bindfaden oder ein Stück Wolle und einen Stift. Die Methode zeige ich euch gleich. Und dann braucht ihr entweder einen Tacker oder Klebe- oder Tesafilm, um das Ganze zusammenzumachen, um das Ganze zu kleben oder zu fixieren. Das zeige ich euch gleich auch. Und ihr braucht Servietten. Ich habe hier diese dunkel-lilane, einfach die ganz normale Standardgröße. Dann habe ich hier noch ein Band, um das Ganze zuzumachen, wie hier oben die Schleife. Da könnt ihr auch einfach ein Stück Wolle nehmen oder ihr könnt auch ein Gummiband nehmen, wenn ihr kein Band zu Hause habt. Dann habe ich hier kleine Süßigkeiten, die ich da drin verstecken möchte. Ihr könnt natürlich auch jegliche anderen Geschenke nehmen. Und dann geht's auch schon los. Im ersten Schritt schneide ich das Papier zu. Dafür muss ich mir erst einmal die Form anzeichnen. Ich drehe das Ganze einmal auf die Rückseite. Und ich habe den Faden am Stift festgeknotet, damit ich die kürzere Seite einmal ausmessen kann. Und ich trage genau die Länge ab und zeichne einen Bogen, damit ich hier einen runden, also einen Viertelkreis habe, den ich dann zusammenrollen kann. Und den Viertelkreis schneide ich jetzt einmal aus. Ich hoffe, ihr könnt die Linie erkennen. Wenn ihr einen Zirkel in der Größe habt, könnt ihr das natürlich auch mit einem Zirkel machen. Das ist jetzt mein Viertelkreis und den rolle ich jetzt zur Schultüte gleich zusammen. So wird die Form dann sein. Und ich gebe dafür hier auf die Innenseite einmal Klebe, von der Seite, die außen liegen wird. Und rolle es dann zu. Es ist wichtig, dass das unten richtig gut zugerollt wird, damit nichts unten rausfällt. Ihr könnt das auch mit dem Tacker machen und oben und unten tackern. Das funktioniert natürlich auch. Oder ihr fixiert die Seite hier mit Tesafilm. Das kommt auch darauf an, wie stark das Papier ist, das ihr benutzt. Bei mir hält das Ganze auch mit der Klebe. Ich habe die Form der Schultüte jetzt fertig. Und jetzt kommt die Serviette. Die klebe ich oben rein. Dafür falte ich sie halb auf und gebe hier einmal komplett herum Klebe. Ich starte dann am Übergang und lege dort die Mitte der Serviette rein.
und klebe sie dann in der Schultüte fest. Einmal die Innenansicht. Das Ganze muss dann immer ein bisschen trocknen zwischendurch. Wenn die Klebe getrocknet ist, könnt ihr die kleinen Geschenke hineingeben. Und alles oben einfach zubinden. Dann sind meine beiden Schultüten fertig und wenn euch die Idee gefällt, wenn ihr vielleicht auch Lust habt, das zu verschenken oder mal nachzumachen, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr sonst noch mehr Lust auf Do-It-Yourself und auf ganz viele andere schöne Sachen habt, schaut mal bei uns im Kanal vorbei, da findet ihr ganz, ganz viele Do-It-Yourself-Videos. Und ja, wenn ihr Lust habt, lasst uns einfach ein Abo da oder schaut mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei, da sind wir natürlich auch überall dabei. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.